Ja, ein herzliches Willkommen von unserer Seite. Mein Name ist Franziska. Ich studiere im Master Umweltschutz und landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion in Hohenheim und ich werde die heutige Rahmenmoderation übernehmen. Diese Veranstaltung findet im Zuge der Nachhaltigkeitswochen Baden-Württembergs statt. Das Thema unserer heutigen Veranstaltung handelt von Zebras und Banking Unfucked. Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit fokussieren, denken die wenigsten wohl dabei an Geld oder die direkte Wirkung von Geld. Aber Geld hat eben eine Wirkung. Und egal, ob es eben viel oder wenig ist, es finanziert bestimmte Industrien und Projekte. Wie das funktioniert und wie jeder von uns hier einen großen Unterschied machen kann, erfahrt ihr jetzt gleich in der Session von Tomorrow, dem nachhaltigen Fintech aus Hamburg. Und des Weiteren wird es um Zebras und Einhörner gehen, Unicorns auch genannt, und die Frage, wie Wirtschaft zu einem besseren Morgen beitragen kann. An dieser Stelle sind wir riesig dankbar, dass wir zwei Referenten von Tomorrow gewinnen konnten. Das ist zum einen der Vincent Puckert. Vince ist im Team Operations bei Tomorrow zu Hause. Seine Laufbahn dort startete mit einem Praktikum im Jahr 2000 oder im Juni 2019. Und inzwischen ist er Experte im Kundenbereich, kümmert sich um die Zufriedenheit der Kunden und verbringt seine Zeit damit, die Tomorrow Online Community auf Trab zu halten. Herzlich willkommen an dieser Stelle, Vinzenz. Zum anderen konnten wir Lilly Stark für uns gewinnen, hier in der Nachhaltigkeitswoche. Und Lilly ist als eine der ersten Mitarbeiterinnen bei Tomorrow im Herbst 2018 dazugestoßen. Zu Beginn zunächst als Praktikantin ebenfalls und heute hat sie die Stelle der Communications Managerin bei Tomorrow inne. Das heißt, sie leitet die Kommunikation von Tomorrow nach außen, von kleinen und großen Kampagnen mit Influencerinnen bis hin zum Branding von Tomorrow. Herzlich willkommen an der Stelle an Lilly. Genau, die PowerPoint-Präsentation wird in drei Teile gesplittet sein, beziehungsweise die Präsentation an sich. Lilly wird zunächst etwas über Tomorrow erzählen, dann wird der Vince über seinen Bereich und seine Arbeit dort berichten. Genau, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören und gebe damit das Wort zunächst an die Lilly. Super. Vielleicht einmal ganz kurz vorweg. Die Franzi hat es gerade schon angekündigt, wir teilen es so ein bisschen in zwei Teile, weil es um zwei Themen gehen soll. Erstmal um das ganze Thema Nachhaltigkeit und Geld, um Tomorrow, um uns als Unternehmen, wie wir das aufgebaut haben, wo wir jetzt stehen und genau wie so ein bisschen das Geschäftsmodell ist. Und dann könnt ihr gerne im Anschluss dazu Fragen stellen, die sicherlich aufkommen werden, da ich denke, dass ganz, ganz viele von euch sich auch noch nicht so viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und Banking beschäftigt haben. Die beantworten wir dann gerne. Und im zweiten Teil wollen wir nochmal über eine Symbolfigur eigentlich für uns und für viele andere Unternehmen sprechen, nämlich das Zebra. Aber da erzähle ich dann gern später etwas dazu. Genau, angefangen bei Demonstrationen, die jetzt gerade in dieser Lage absolut undenkbar sind. Also niemand von uns würde jetzt gerade sicherlich auf eine Demo mit so vielen Menschen gehen wollen. Aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig. Und diese Fridays for Future, diese Klimademonstrationen sind ein wahnsinniges Momentum, das auch die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Gesellschaft glücklicherweise nochmal gestärkt hat. Ganz viele Leute kaufen vielleicht schon Bio ein oder haben grünen Strom und beschäftigen sich irgendwie damit, vielleicht wo ihre Kleidung herkommt. Aber die allermeisten haben sich eben noch nie darüber Gedanken gemacht, was eigentlich mit Geld passiert und wie Geld wirkt und an welcher Stelle. Und vielleicht könnt ihr mal kurz Handzeichen geben, diejenigen, die ein nachhaltiges Konto haben, die dich sehen kann hier. Eine Hand. Das ist eine okaye Quote, aber zwei, da. Aber wahrscheinlich, weil ihr auch alles Menschen seid, die sich schon sehr, sehr bewusst mit der Zukunft unseres Planeten auseinandersetzen. Bei anderen Zielgruppen sieht das ganz anders aus. Also insgesamt ist nur knapp 0,5% aller Girokonten in Deutschland bei einer nachhaltigen Bank. Und dass das ein großes Problem ist, kommen wir jetzt. Wir finden, dass unser aller Zukunft grün, lebenswert und divers sein sollte.
Und wir wollen dazu beitragen, indem wir Geld als Hebel für positiven Wandel begreifen. Und deswegen haben Jakob, Micha und Inas, das sind die drei Gründer des Unternehmens Tomorrow, sich aufgemacht, eine nachhaltige Bank zu gründen. Eine nachhaltige digitale Bank. Und damit eben möglichst viele Leute mitmachen bei dieser Bewegung und möglichst viele Leute davon erfahren, haben sie das Produkt eben digital gebaut und es kostenlos gestaltet, sodass jeder einen Zugang dazu finden kann. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen weiter vorne an der Geschichte angefangen, nämlich bei dem, ich hoffe, es sieht bei euch nicht so pixelig aus wie bei mir, nämlich bei dem Problem von Geld. Das heißt oft, Money makes the world go round, aber eigentlich ist das anders. Denn wir alle, gerade als Deutsche, lernen schon als kleines Kind, dass man über Geld nicht spricht. Aber das ist eigentlich Unsinn, denn Geld hat eine Wirkung, es hat einen Fußabdruck. Es schreibt eine Geschichte. Und Banken arbeiten mit eurem Geld. Egal, ob es viel oder wenig ist. Egal, ob ihr nur 300 Euro BAföG oder aber 20.000 Euro von irgendwelchen Ersparnissen auf euren Konten habt, das Geld arbeitet. Und konventionelle Banken, und dazu gehören für mich und uns fast alle, investieren dieses Geld in Industrien, die man eigentlich nie unterstützen wollte. Konkret Kohle, Massentierhaltung, die Rüstungsindustrie, die Liste ist lang. Und all das sind eigentlich Dinge, mit denen man ja eigentlich auf gar keinen Fall etwas zu tun haben möchte. Aber hat es eben oftmals doch, weil das Geld in eben einer konventionellen Bank liegt. In der Branche des Bankings geht es leider oft um nichts als Renditen. Und so finden sich Unternehmen wie Nestlé oder BAE Systems, das ist ein großer amerikanischer Rüstungskonzern, in den Investitionslisten der Banken. Und so kommt es, dass Streubomben, die in jedem ganze Landstriche zerstören, womöglich mit eurem oder unserem Geld gefertigt werden. Und wer jetzt denkt, ich bin zum Glück bei der Sparkasse um die Ecke oder bei der Volksbank, den müssen wir leider enttäuschen, denn auch die zählen zu den konventionellen Banken und auch die investieren in eben diese Industrien, mit denen man eigentlich nicht in Verbindung gebracht werden will. Und die Finanzkrise von 2009, Affären wie die Panama Papers, der Cum-Ex-Skandal oder abgefahrene Bankerboni, die jedes Jahr höher werden und auf gar keinen Fall in dieser Corona-Krise niedriger ausfallen dürfen, kommen dazu und machen die Situation noch prekärer. Banken sind kaputt. Sie verschweigen die Geschichte hinter dem Geld, es spricht keiner darüber. In anderen Lebensbereichen ist das, wie vorhin schon gesagt, ganz anders. Bei Lebensmitteln, Strom oder auch Mode ist langsam, aber sicher ein Bewusstsein, wird ein Wandel spürbar und die Menschen entwickeln ein Bewusstsein. Warum das gerade bei Geld so nicht so ist, kann ich auch gar nicht genau sagen. Vielleicht, weil es so wahnsinnig kompliziert und nervig erscheint. Ich selbst hatte bis vor 2 Jahren mich auch nicht großartig damit auseinandergesetzt und hab es auch immer eher als leidiges Thema wahrgenommen, mich überhaupt mit dem ganzen Thema Konto und Geld und Versicherungen zu beschäftigen. Aber ich wusste schlichtweg nicht, dass mein Erspartes womöglich Geschäftsmodelle wie McDonald's finanziert, also Franchise-Nehmer oder eben Kohleindustrien weiter gefördert werden können. Und dieses Problem wollen wir mit Tomorrow ändern. Wir wollen Banking so machen, dass es nicht langweilig und nervig ist, sondern verständlich und transparent, sodass jeder und jede es verstehen kann. Wir wollen es transparent machen, sodass jeder Teil von Tomorrow irgendwie dazu beiträgt, unser aller Morgen grün, vielfältig und divers zu gestalten. Geld soll nicht länger das Problem, sondern ein Teil der Lösung werden. Wir wollen den Hebel Geld als Medium für positiven Wandel begreifen. Und es soll lieber regenerative Energien statt Kohle und Biolandwirtschaft statt Massentierhaltung finanzieren. Wir wollen einen positiven Wandel anstoßen, anstatt gestrige und destruktive Energien und Branchen zu fördern. Und vor allem wollen wir auch der Branche zeigen, die ja so kaputt ist, dass es auch anders geht. Kleine Side Note, wir sind natürlich nicht die einzigen Menschen in Deutschland, in Europa oder auf der Welt, die nachhaltiges Banking betreiben. Wir haben das ganze Thema nicht erfunden. Und da so wollen wir auch gar nicht tun. Es gibt andere Pioniere, wie in Deutschland zum Beispiel die GLS Bank oder die Umweltbank, die da seit vielen Jahren und Jahrzehnten Pionierarbeit leisten und auch schon ganz, ganz viel Gutes bewirkt haben. Aber trotzdem ist das Thema immer noch ganz, ganz stark in der Nische. Und die allerdings der Dürrekorn in Deutschland sind bei nachhaltigen Banken. Und deswegen haben wir
den Ansatz gewählt, es so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. Und das ist eben im Jahr 2020 smart, digital und transparent. Und so wollen wir es den Leuten darreichen. Unser Produkt, was ihr hier schon mal am ersten Blick sehen könnt, ist ganz, ganz eng verbunden mit unserer Mission. Also diese Morale, dieser moralische Aspekt von wir möchten etwas verändern, wir wollen Wandel anstoßen, ist ganz, ganz wichtig und ist Ausgangspunkt im Prinzip jeder Überlegung. Und deswegen spiegelt sich das auch in ganz unterschiedlichen Teilen unseres Produkts wieder. Ihr seht hier neben die Visa-Karte, die dazukommt. Hier auch nochmal zwei Screens aus der App. Wir wollen eben, dass dieses ganze Impact-Thema, die ganze Nachhaltigkeit innerhalb der App auch spürbar wird. Dass Leute zwar wahnsinnig viele smarte Features haben und bei jeder Abhebung eine Push-Nachricht bekommen oder immer, wenn sie Geld empfangen können, sofort informiert sind, dass sie ein digitales Haushaltsbuch nutzen können und so weiter. Aber wir wollen eben auch, dass sie immer und zu jeder Zeit nachvollziehen können, woran ihr Geld gerade arbeitet und inwiefern sie einen Beitrag leisten konnten. Und hier seht ihr auf der linken Seite das sogenannte Impact Board. Das ist gewissermaßen das Herzstück der App. Da kann man eben sehen, worin das Geld investiert ist einerseits und aber auch, wie viel Wald man schützen konnte. Denn wir haben eine Komponente eingebaut bei Tomorrow, den Klimaschutzbeitrag heißt das. Der sorgt dafür, dass bei jeder Zahlung, die man mit der Karte tätigt, also egal, ob man jetzt zum Supermarkt geht oder im Café seinen Cappuccino zahlt, bei jeder Kartenzahlung geht eine Spende an Klimaschutzprojekte im globalen Süden. Im Moment ist es ein Waldschutzprojekt in Brasilien, im Amazonasgebiet. Und auf diese Weise können wir quasi eine Verbindung herstellen zwischen einem getätigten Kauf, also irgendwie Konsum und Nachhaltigkeit. Und das kann man eben live in Echtzeit mitverfolgen in der App. Und das ist ein ganz wichtiges Feature und das bekommen wir ganz oft zurückgemeldet, dass Leute das dadurch erst verstehen, dass überhaupt eine Connection zwischen diesen beiden Themen besteht. Und auf dem rechten Screen seht ihr eine Spendenaktion, die machen wir hin und wieder. Hier war es eine Aktion mit der Welthungerhilfe zusammen für Green Colleges, also zum im Prinzip zur Fortbildung von Menschen in Subsahara-Afrika, damit die eben befähigt werden, dort nachhaltig auch Landwirtschaft zu betreiben und auch wirtschaftlich selbstständig zu sein. Das ist so eine Initiative von der Welthungerhilfe. Und da konnten Userinnen und User ganz einfach mit zwei Klicks spenden. Auch das ist so ein bisschen der Ansatz, dass man es möglichst niedrigschwellig macht und möglichst vielen Leuten zugänglich. Und hier seht ihr nochmal andere Screens aus der App. Also quasi neben all dem Impact und der Nachhaltigkeit ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass es eben ein gutes Produkt ist. Und dass es ein Produkt ist, was sich nach 2020 anfühlt, was einem sofort Push-Nachrichten schickt, wenn man bezahlt hat, was alle Ausgaben und Einnahmen kategorisiert, sodass man ein digitales Haushaltsbuch hat. Und sodass man eben ganz, ganz einfach, ganz schnell auf alle Informationen zugreifen kann. Und auf der rechten Seite seht ihr hier auch noch ein weiteres Feature, das ist Pockets. Das ist quasi die digitale Spardose. Da kann man, es ist ein Unterkonto, auf das man einfach Geld überweisen kann oder dahin schieben kann, wenn immer man welche sparen möchte. Denn zum Beispiel für einen Urlaub oder für ein Fahrrad oder für einen neuen Kleiderschrank oder was auch immer sparen möchte. Und so ist eben die ganze App mit wahnsinnig vielen smarten Features ausgestattet. Sodass eben diese ganze Banking Experience, um hier in diesem Buzzword zu bleiben, auch sich nach 2020 anfühlt und man da eben keinerlei Einbußen machen muss und es sich nicht nach Öko-Banking anfühlt und man eben verzichten muss. Verzicht ist ja oftmals ein Thema, was Menschen mit Nachhaltigkeit verbinden, sondern dass man eben eine Lösung zur Verfügung gestellt bekommt, die genauso gut ist wie andere technologische Lösungen. Vielleicht sagen euch einige von euch N26 oder Revolut, auch das sind Fintechs, auch die bieten ein Konto an und die haben auch diesen smarten Ansatz, aber ohne eben die moralische Dimension. Genau, und hier nochmal zwei Worte zu einem Produkt, was wir vor wenigen Wochen gelauncht haben. Tomorrow Zero heißt das. Ich hatte vorhin gesagt, dass das Basiskonto kostenlos ist. Also man kann es sich einfach im App Store herunterladen, ein Konto eröffnen und zahlt dann nichts und kann losbanken. Das ist auch Teil der Idee, dass wir es eben einfach für die Leute machen bei nachhaltigem Banking.
Und jetzt haben wir vor einigen Wochen noch ein weiteres Produkt herausgebracht. Tomorrow Zero heißt das. Das kostet 15 Euro im Monat. Allerdings reichen wir davon einen Großteil direkt weiter an die an Klimaschutzprojekte. Und so können wir den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck eines Deutschen, einer Deutschen jeden Monat ausgleichen. Also quasi ein ganz großer Teil dieses Geldes geht eben wieder in den Klimaschutz. Damit kann man den Menschen quasi da abnehmen oder kann man sie dazu einen Schritt bewegen, CO2-freundlicher zu leben. Denn niemand von uns kann, auch wenn man sich noch so viel Mühe gibt und noch so ein advanceder Öko vielleicht ist, kann CO2-frei leben. Und genau, deswegen ist das dieser Ansatz, ist noch ganz frisch und neu und wir sind auch noch immer weiter in der Entwicklung, aber das wollte ich euch hier ja nicht vorenthalten. Und Vince, erzählt mal was dazu, wie wir das Ganze machen, also wie wir die ganze Produktgestaltung angehen. Ja, vielleicht noch kurz einmal zwischendurch gesagt, ihr dürft jederzeit gerne Fragen stellen, dafür gibt es den Chat und die Fragen werden Lilly und ich dann gleich nochmal adressieren. Ja, also wenn euch zwischendurch einfach Fragen aufkommen, schreibt sie einfach in den Chat rein und wir beantworten die dann später noch. Genau, wir wollen natürlich ein Unternehmen bilden, das gründen, das nicht nur einfach irgendwelche Pseudobedürfnisse von Kundinnen bedient oder neue erschafft, sondern wir wollen ganz klar Tomorrow mit euch, mit unseren Kundinnen aufbauen. Ja? Und dafür haben wir verschiedene Plattformen. Lili hat es schon kurz angesprochen. Da geht es zum einen um die Nachhaltigkeit über unser Impact Board in der App, auf unserer Website, wo wir ganz, ganz offen darlegen, ja, wie wir arbeiten, wo das Geld, das unsere Kundinnen bei uns einlegen, arbeitet und wo man auch eben nachvollziehen kann, woran wir gerade arbeiten. Magst du einmal weitermachen, Lilly? Ah ja, sorry. Genau, dafür haben wir eben einmal auf der linken Seite seht ihr das Impact Board, das ist in der App zu finden. Da geben wir nochmal ganz explizit, gehen wir darauf ein und erklären, wo das Geld hinfließt, dass also die Kundeneinlagen, die also alle Gelder, die die Kundinnen auf den Girokonten liegen haben, da investieren wir aktuell sehr stark in den NRW Green Bond. Da wird viel mit, fließt viel Geld in den Ausbau von Windenergie. Wir haben aber auch in Mikrokredite finanziert, teilweise auch in Europa. Und wir geben im Impact Board auch wieder, wie viel in Geld schon in das Waldschutzprojekt in Brasilien geflossen ist. Das geben wir dann wieder als Quadratmeter, die wir bereits geschützt haben. Die Wälder in Brasilien werden immer für 30 Jahre geschützt. Wir machen das Ganze mit Climate Partner, einer Organisation aus Deutschland, die dort vor Ort das Projekt für uns übernimmt. Auf der rechten oberen Seite seht ihr unseren Tomorrow-Maschinenraum, denn es ist uns wichtig, dass wir immer an verschiedenen Stellen Berührungspunkte für unsere Kundinnen und Interessenten bieten. Das Ganze steht eben unter diesem Blickpunkt, dass wir die Bank mit euch gemeinsam aufbauen wollen. Und deswegen geben wir einfach bekannt, woran wir gerade arbeiten. Der Maschinenraum zeigt euch ganz einfach, woran wir aktuell arbeiten, woran in Zukunft, also an welchen Funktionalitäten, welche Ideen wir haben für die Bank von morgen. Und da können auch Kundinnen und Kunden eben ganz aktiv mit teilhaben, können uns Feedback geben und können uns neue Ideen geben. Denn am Ende des Tages wollen wir eben, wie gesagt, nicht etwas auf den Markt bringen, was niemanden am Ende nutzt, sondern wir wollen ganz aktiv mit euch, von euch Feedback bekommen dazu, was wir adressieren sollen und müssen. Und wir haben natürlich keine Angst davor, dass man uns Dinge abguckt oder dass Leute wissen, wo das Geld unserer Kundinnen wirkt oder wie wir als Unternehmen handeln. Wir wollen tatsächlich einen Dialog schaffen. Das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Und davor darf man keine Angst haben und davor haben wir keine Angst.
Genau, also wir wollen euch im Prinzip mit diesem Maschinenraum teilhaben lassen und euch die Chance geben zu beeinflussen, woran wir gerade arbeiten. Ein anderes Format, das wir ganz aktiv gestalten, ist die sind Meetups, das seht ihr unten im rechten Bild. Wir laden regelmäßig zu uns ins Office in Hamburg ein und quatschen da mit euch bei Pizza und Getränken regelmäßig zu Themen von der Nachhaltigkeit rund um Tomorrow. Oftmals stellen wir neue Funktionalitäten vor, erzählen euch, wohin die Reise geht. Wichtig ist uns aber, wie gesagt, dass wir diese Berührungspunkte schaffen und in diesem Falle ganz physisch in Hamburg vor Ort, aber natürlich auch außerhalb dieser Meetups pflegen wir eine ganz klare Open-Door-Policy. Also wenn ihr mal in Hamburg sein solltet, wenn ihr tatsächlich in Hamburg wohnt, wir freuen uns immer über Besuch, kommt vorbei, sagt Hallo, lernt das Team kennen, fragt uns aus, wie wir arbeiten, schaut euch an, was wir treiben, welche bunte Community oder welche bunte Arbeitsgemeinde hinter Tomorrow steht. Wir haben auch noch eine andere Plattform, über die wir sehr stark mit unserer Community in Kontakt treten. Das ist die Tomorrow Community, nennt sich die. Das ist ein Forum, über das wir ganz gezielt Feedback einholen, wo Kundinnen auch Fragen stellen können, wo wir preisgeben, wenn neue Updates rauskommen, Features kommen, wo wir ganz angeregt einfach mit unseren Userinnen auch in Kontakt bleiben wollen darüber, wie unsere neue Funktionalität tatsächlich auch die Bedürfnisse anspricht und wo vielleicht nicht und wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Einen Screen weiter bitte, Lilly. So. Zu guter Letzt, ja, alles gut. Genau, hier seht ihr nochmal ein paar Screens aus der App. Wir arbeiten natürlich immer konkret daran, unsere Funktionalität auch weiterzuentwickeln von der Tomorrow App. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel gerade einen ersten Entwurf, wie wir CO2-Ausstoß von Transaktionen oder CO2-Kompensationen von bestimmten Transaktionen anzeigen möchten in Zukunft. Das war ein sehr heiß debattiertes Thema und das wird natürlich bei uns ganz heiß diskutiert und ist bei uns sehr kontrovers auch immer, wie wir das angehen möchten. Aber natürlich brauchen wir auch die Rückmeldung unserer Kundinnen und Interessenten von Tomorrow. Und deswegen veranstalten wir ganz regelmäßig mit unseren Designern, Produktdesignern sogenannte Produkttests. Da laden wir dann natürlich ins Tomorrow Office ein und schauen uns an, was ihr persönlich von diesen neuen Funktionen haltet und machen das ganz konkret eben über diese Produkttests und basieren darauf dann eben auch die weitere Arbeit, wie wir weiter vorgehen, ob wir wirklich das Produkt, das wir jetzt oder diese Funktionalität, die wir planen, ob die auch wirklich das anspricht, was unsere Kundinnen von uns erwarten. Genau. Lilly, du übernimmst weiter. Ah, wir haben Fragen, ja. Kurz durchatmen. Vince, ich mache mal einen Slide zurück, sonst werde ich hier wahnsinnig, wenn die ganze Zeit das GIF sich bewegt. Trotzdem beantworten wir die Fragen gerne. Vince, hast du schon einmal reingeschaut? Ich glaube, wir haben zwei Fragen von Caroline einmal und von Isabel. Die da wären. Woher kommen denn die 5 Millionen Euro Mindestkapital zur Gründung einer Bank? Wurden die auch nachhaltig erwirtschaftet oder aus anderen Quellen bezogen? Sehr gute Frage. Richtiger Punkt. Wir sind auf dem Papier noch keine Bank quasi. Also wenn die BaFin uns zuhauen würde, sie würde uns auf die Finger hauen. Wir arbeiten mit einem Berliner Technologieunternehmen zusammen, das ist die Solaris Bank, und nutzen das Kernbanksystem und deren Banklizenz. Das heißt, wir konnten auf diese Weise ganz, ganz schnell starten. Das Ganze ist quasi innerhalb von einem halben Jahr von Idee bis zur sogenannten Beta-Phase, also bis Leute, 300 Menschen, das ganze Produkt testen konnten mit einer Karte und da draußen in der richtigen Welt. Und insofern haben wir diese 5 Millionen Einlagen zur Gründung einer Bank nicht vorweisen müssen, weil wir eine
haben. Noch evaluieren immer wieder und gerade auch wieder, ob sich das ändert, ob wir eine eigene Banklizenz erwerben wollen, für alle, die sich noch nicht so, die nicht so deep im Thema sind. Der Bankenmarkt in Deutschland ist ganz, ganz stark reguliert und das auch zu Recht, denn Geld ist ja auch ein heikles Thema und ist ja auch ganz, ganz sensibel für viele Menschen. Und genau, aber deswegen ist der Bankenmarkt ganz, ganz stark kontrolliert von der deutschen Bankenaufsicht. Und genau, insofern ist es, kann man nicht einfach so eine Bank werden. Da gehört sehr viel zu, da muss man zum Beispiel mehrere Abteilungen haben, eine ganze Compliance-Abteilung. Man muss eben 5 Millionen Geld quasi immer locker auf der Tasche haben, um dann für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Und das hatten wir logischerweise als junges Unternehmen nicht. Und deswegen haben wir uns für den Weg entschieden, das gemeinsam mit der Solaris Bank zu machen. Auf diese Weise konnten wir eben auch super, super schnell ein technologisches Produkt herstellen und dann eben ganz, ganz schnell auf die Straße gehen mit dem Produkt. Wie gesagt, wir evaluieren es immer mal, ob wir das mit der Banklizenz anstreben, aber aktuell sind wir quasi auf dem Papier keine Bank. Trotzdem sind wir die Einzigen, die mit euch als potenziellen Kundinnen oder Kunden in Kontakt treten. Also man lädt die App Tomorrow herunter, es gibt eine Visa-Karte, da steht Tomorrow drauf und insofern ist quasi diese Solaris Bank, dieser Partner, nur im Hintergrund tätig. Jetzt kam direkt eine Frage noch von Isabel. Wie genau finanziert ihr euch? Zurzeit führen immer mehr Banken Kontoführungsgebühren ein und es wird sogar über Negativzinsen nachgedacht. Die GLS Bank musste einen GLS Bankbeitrag einführen, um weiter wirtschaftlich zu bleiben. Wie könnt ihr eure Girokonten kostenfrei anbieten? Dazu vielleicht kann man direkt vorneweg sagen, wir sind aktuell Investoren finanziert. Wir haben uns ganz genau angeschaut, mit wem wir zusammenarbeiten möchten. Wir wissen ganz genau, mit wem wir auf jeden Fall nicht zusammenarbeiten möchten. Das sind sogenannte konventionelle Investoren. Und wir haben eben eine Gruppe an Investoren letztes Jahr auch wieder finden können, die uns unterstützen und dieses Wachstum, das wir gerade erleben, ermöglichen. Und das sind Investoren, die vor allem in nachhaltige Unternehmen auch investieren und eine andere Sichtweise auf den Mehrwert von sich aufbauenden Unternehmen haben. Natürlich ist gerade heiß diskutiert die ganze Thematik rund um Gebühren, Kontoführungsgebühren. Ich glaube, inzwischen haben sehr viele oder fast alle Banken oder zumindest alle konventionelle Banken inzwischen diese Kontoführungsgebühren eingeführt. Das liegt daran, dass die Europäische Zentralbank eine Niedrigzinspolitik verfolgt und seit Jahren. Und das schlägt bei den Banken natürlich zu Buche, weil sie jetzt nicht mehr die Einlagen, die sie selber bei der Europäischen Zentralbank über Nacht einlegen konnten. Ja, also die können Gelder dort einlegen und haben darauf in der Vergangenheit immer sehr gut verdient, weil die Europäische Zentralbank da Zinsen gezahlt hat. Das findet jetzt nicht mehr statt und deswegen kommen jetzt ganz oft diese Kontoführungsgebühren, gerade weil jetzt die Banken selber Zinsen zahlen müssen an die Europäische Zentralbank. Daraufhin die Frage, wie können wir also unsere Girokonten weiter anbieten? Das geht wieder zurück auf die erste Frage. Wir sind Investoren finanziert und wollen eben ganz stark gerade wachsen und diese Bank aufbauen und tun daher unsere Girokonten erstmal kostenlos anbieten. Lilly hat es aber vorher schon angedeutet, wir haben jetzt das neue Zero-Konto eingeführt, das Premium-Modell. Und mit diesem Modell wollen wir langfristig auch eben diesen Break-Even-Point, also den Punkt erreichen, an dem wir unsere Kosten auch decken können. Möchtest du da noch was zufügen, Lilly? Genau, nur eine kleine Sache. Ich hatte ja vorhin schon mehrmals gesagt, dass unser Ansatz vor allem ist, dass wir das ganze Thema nachhaltiges Banking sehr, sehr niedrigschwellig gestalten wollen, sodass eben jeder und jede mitmachen kann und man nicht erstmal Genosse oder Genossin werden muss, damit man mitmachen darf in diesem Club. Und das ist natürlich ganz, ganz wesentlich, dass dann auch ein Konto kostenlos ist, weil eben viele Leute, auch gerade vielleicht Menschen, die studieren, die noch zur Schule gehen oder wie auch immer, gar kein Geld haben dafür, Kontoführungsgebühr zu zahlen. Also dass es einfach keine Option ist. Und insofern
mit beibehalten, also weiterhin auch anbieten, auch in Zukunft, weil wir eben das allen Menschen ermöglichen wollen, weil jeder soll mitmachen dürfen in diesem ganzen Thema des nachhaltigen Bankings. Zukünftig werden, wie Vince eben gesagt hat, unterschiedliche Umsatzsäulen letztendlich auftauchen. Lilly, wir hören dich gerade nicht. Ich glaube, Lilly sitzt zu Hause, da die ist ab und zu auch mal in etwas weiter außerhalb von Hamburg und daher ist manchmal das Internet nicht ganz so stabil. Aber ich glaube, ich kann Ihren Satz ganz einfach fortführen. Wir wollen natürlich auch in Zukunft andere Umsatzsäulen aufbauen. Das ist nicht nur zwangsweise das Premium-Konto Tomorrow Zero. Ich habe gerade eben schon gesehen, es kam auch eine Frage, ob wir auch ein Investment-Konto anbieten oder ob man mit uns auch investieren kann. Auch das soll in Zukunft eine Säule werden. Wir wollen natürlich auch aktiv unseren Kundinnen anbieten, dass sie ihr Erspartes aktiv und zinswirksam auch investieren können. Da arbeiten wir gerade an einem Produkt. Dazu kann man jetzt noch nicht so viel sagen, weil das gerade aktuell noch in der Konzeption ist. Aber das wird zum Beispiel auch eine Säule sein. Wir überlegen zum Beispiel aber auch eine Art Universum, ein Tomorrow-Universum zu bauen. Das heißt, wo wir dann praktisch aktiv mit anderen Unternehmen nachhaltige Produkte anbieten oder verknüpfen wollen, ja, sodass man dann praktisch nicht nur das Girokonto und das Investmentprodukt hat, sondern dass man auch Anreize bekommt, beispielsweise eine nachhaltige Versicherung zu wählen oder auch Tipps und Infos zu bekommen, welche nachhaltigen anderen Produkte denn noch möglich sind und genutzt werden können. Damit ist die Frage von Katharina wahrscheinlich beantwortet. Aktuell bieten wir eben nur dieses, in Anführungszeichen, nur dieses Girokonto an, das eben über das Smartphone genutzt werden kann. Es kam noch eine Frage, ob die Solaris Bank auch eine Ökobank ist, beziehungsweise funkt die euch in die Nachhaltige in irgendeiner Form rein. Die Solaris Bank aus Berlin ist an sich keine Nachhaltigkeitsbank. Ja, das ist, von der haben wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht gehört. Das ist nämlich eine Bank, die gar keine Privatkunden selber hat, sondern nur Geschäftskunden. Dazu gehört zum Beispiel Insha. Das ist eine Bank, die ein Girokonto für Muslime anbietet oder nach muslimischen Werten. Die haben einen Anbieter für oder einen Geschäftspartner für Geschäftskonten. Aber sie sind keine reine Ökobank. Gleichermaßen haben wir aber vertraglich auch festgelegt, dass die Solaris Bank unsere Gelder investiert und wir aber entscheiden dürfen, wo unsere Kundeneinlagen dann investiert werden. Also wenn wir Geld investieren oder wenn die Solaris Bank das Geld unserer Kundinnen investiert, dann ist das nur in nachhaltige Projekte, wie zum Beispiel jetzt den NRW Green Bond. Vince, ganz kurze Zwischenschaltung. Ich muss mal kurz mich an die Technik wenden. Joanna, hast du gesehen, dass die Lilly fragt, ob man sie wieder freigeben kann? Ich bin schon wieder da, danke. Ah, okay. Sehr gut. Okay, alles klar. Dörfliche Internet hat mich im Stich gelassen hier. Ich muss mal gerade eben durch die Fragen gucken. Vielleicht Lilly, magst du die nächste nehmen? Wie schwer trifft euch die aktuelle Krise? Ja, gerne. Da hatte ich sowieso nachher auch noch ein letztes Slide vorbereitet, aber gerne schon mal vorgegriffen. Die aktuelle Krise betrifft natürlich zuallererst erstmal Menschen medizinisch und das ist ganz, ganz furchtbar und ich glaube, da sollte man auch immer Demut bewahren und ich glaube, bei aller Diskussion um die Wirtschaft und um irgendwelche Konjunkturpakete muss man immer sehen, dass vielen Menschen auch medizinisch gerade schlecht geht und die in Not sind, gerade in Situationen, die vielleicht nicht ganz so privilegiert sind wie die unsere. Ich glaube, da reicht ein Blick an die europäischen Außengrenzen, aber die Frage bezieht sich sicherlich eher auf das Wirtschaftliche oder auf die Situation von uns als Unternehmen und man muss sagen, dass wir natürlich mit einem komplett digitalen Geschäftsmodell
ziemlich indirekt nur betroffen sind. Also wir haben natürlich keine, also man kann sowieso nicht in eine Filiale von Tomorrow gehen oder wir verdienen sowieso kein Geld draußen auf der Straße oder so. Insofern sind wir indirekt betroffen und erstmal ziemlich glimpflich davongekommen und können so weiterarbeiten, sind niemals in Kurzarbeit oder irgendwie so, das ist auch nicht geplant oder irgendwie steht nicht an. Natürlich ist aber trotzdem so, dass wenn jetzt die Gesamtwirtschaft massiv beeinflusst wird und wenn die doll leidet, dann leiden natürlich auch die Finanzmärkte und dann hat das auch einen Effekt auf unsere Funding-Situation, also auf unsere Investitionssituation. Vince hatte vorhin gesagt, dass wir ja von Investoren finanziert sind und das, darauf sind wir auch noch weitere 2, 3, 4 Jahre vielleicht angewiesen. Das sieht das Geschäftsmodell so vor, das wissen alle Investoren, das ist also auch gar nichts Besonderes. Wenn man sich, glaube ich, andere digitale Startups anguckt, ist das relativ normal. Aber natürlich werden Investorinnen und Investorinnen deutlich vorsichtiger, wenn natürlich die wirtschaftliche Situation angespannt ist. Insofern ist das etwas, was uns irgendwie, worauf wir jetzt schon gucken, was uns auf lange Zeit vielleicht so ein bisschen einige Hürden in den Weg stellt, aber so richtig gefährdet sind wir nicht. Dann kam noch eine Frage, eine letzte vielleicht noch von Romy. Das nachhaltige Banking sehe ich als einen sehr wertvollen Beitrag, jedoch erscheint es mir noch viel wichtiger, das Finanzsystem in seiner Gesamtheit und seiner Verbindung zu anderen gesellschaftlichen Bereichen nachhaltig zu gestalten. Macht ihr auch politische Lobbyarbeit, wie die Initiativen Gemeinwohlökonomie, Donut Economics, Action Lab, Gift Economy etc.? Also erstmal ja zu 100%. Das ist natürlich, wir machen ein Angebot für Menschen, ihr Geld nachhaltig arbeiten zu lassen. Aber natürlich wäre es viel, viel besser, wenn das ganze System sich ändert. Und ich glaube ich hatte ja anfangs gesagt, dass das System, dass Banken kaputt sind und dass wir die auch aufrütteln wollen. Und insofern ist es natürlich, also wäre uns auch sehr damit geholfen, wenn einfach all die großen Finanzhäuser da draußen sagen, okay, wir investieren jetzt wirklich, glaube ich, in nachhaltige Projekte, Branchen. Wir können dazu einen Anreiz geben und wir sitzen auch immer mal auf unterschiedlichen Panels mit Menschen von der Deutschen Bank oder der Commerzbank und stechen denen ins Bein. Aber wir haben natürlich nur indirekt Auswirkungen. Politische Lobbyarbeit wurde jetzt hier genannt. Wir sind in Kontakt mit NGOs wie zum Beispiel Urgewalt oder Facing Finance, die schon was machen. Wir selbst machen keine aktive politische Lobbyarbeit. Das ist auch einfach eine Kapazitätsfrage, dass es irgendwie bis jetzt nicht so war, dass wir irgendwie da wahnsinnig viel über hatten, für das auch noch zu tun. Wir sind im Austausch mit Organisationen, die das machen, aber sind da jetzt selber noch eher in zweiter Reihe aktiv. Quasi, also stützen Dinge, aber initiieren jetzt keine eigenen Kampagnen oder so. Das kann sich in Zukunft ändern, wenn sich auch unsere Kapazität ein bisschen ausweitet. Okay. Hier fragt noch jemand, was die normalen Banken so zu unserem Konzept sagen. Das will ich nicht auslassen. Also erstmal muss man natürlich auch da wieder ein bisschen Demut walten lassen. Wir haben jetzt heute, glaube ich, ziemlich genau 30.000 Kunden und Kundinnen, also Konten. Das ist super in einem Jahr, das ist sehr, sehr schnell und damit sind wir, glaube ich, sogar schon die zweitgrößte deutsche Nachhaltigkeitsbank. Insofern können wir dann uns, glaube ich, auf die Schulter klopfen. Trotzdem ist es natürlich im Vergleich zur Branche, sind wir noch wahnsinnig klein. Die Summen, die wir bewegen, sind noch überhaupt nicht ansatzweise so groß wie bei den großen Finanzhäusern, aber auch nicht wie bei den Sparkassen oder ähnliches. Insofern werden wir da, glaube ich, an manchen Ecken spürbar, auch für die etablierten Akteure und wie gesagt, sitzen immer mal mit denen auf Veranstaltungen zusammen und lassen Kommentare zur Strategie fallen, aber ich glaube, die beobachten das schon mit Argwohn, das natürlich irgendwie auch eine Gefahr ist ein Stück weit, aber es ist nicht so, als würden wir schon irgendeinem Player nachhaltig das Wasser abgraben können oder die Kunden, aber wir arbeiten dran. Okay, willst du weitermachen, Lilly? Ja, gerne. Versuch's hier nochmal mit dem Screen. Genau, also, hier waren wir eben. Questions haben wir gestellt. Wie gesagt, ihr könnt auch jetzt die ganze Zeit weiterhin Fragen reinstellen. Dann können wir die auch im Nachgang nochmal beantworten.
Es ging ja aber auch noch um ein weiteres Thema, nämlich das Thema Zebra. Und um das Thema Zebra erklären zu können, muss man vielleicht erstmal ganz kurz das Thema Einhörner erklären. Ich weiß nicht, wem von euch das was sagt, aber das ist ja das sagenumwobene Startup, was Milliarden einsammelt, binnen kürzester Zeit und eben ganz, ganz schnell an die Börse geht und wahnsinnig viel Geld macht und die Founder dann in der Regel ganz schnell einen Exit machen und mit einem dicken Konto sich auf die Malediven absetzen. Das ist auch in Ordnung so, das ist ja gar nicht, kann man gar nicht immer alles so verurteilen, aber dieses ganze Geschäftsmodell von einem Einhorn quasi einfach nur komme, was wolle, so schnell es geht, irgendwie wachsen wollen, das widerstrebt uns doch sehr, denn schließlich geht es irgendwie um ein fundamentales Problem in der Gesellschaft und in der Politik, das wir irgendwie lösen wollen oder das wir adressieren wollen. Und deswegen ist dieses ganze Thema Exit und wann wollen Founder wieder aussteigen oder wie schnell wollen wir wachsen und an welchen Maßstäben wird man gemessen, ein bisschen leidiges. Man hier ist jetzt auf der rechten Seite, seht ihr Jakob, einen unserer Co-Founder, der oft in Podcasts und Interviews und so sitzt und dann erzählt, wir wollen nachhaltiges Banking aus der Nische holen. Und dann der auf der linken Seite der Interviewer an der Stelle, der ist von den Online-Marketing-Rockstars, ich weiß nicht, ob ich das was sage, ist ein großes Branchen-Medienhaus. Und der fragt dann, ah ja, cool, und wie viel seid ihr denn jetzt aber wert? Weil N26 hat ja schon x Milliarden Euro eingesammelt und die sind jetzt ein Einhorn. Und dann sind wir so, okay, darum geht es uns nicht, sondern es geht uns ja darum, das große allgemeine Problem zu lösen. Also einen Beitrag dazu leisten zu können, ich wiederhole mich, Geld als einen Hebel für positiven Wandel nutzen zu können. Das ist ja im Prinzip unser Ziel. Und insofern widerstrebt uns auch dieser ganze Einhorn-Gedanke. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Hier ist unser guter Freund Mark Zuckerberg aus dem Hause Facebook, wo ja der eine Datenskandal den nächsten jagt. Und wo dann irgendwie aus Strategiegründen sich mal entschuldigt wird, aber eigentlich wird nichts geändert. Und da auch zum Monitoren umgeht. Und ja, das ist etwas, was uns irgendwie viele Gedanken kostet und ein Stück weit auch manchmal entgeistert oder wütend macht. Ein anderes Beispiel ist Amazon. Auch das kennen alle von uns. Die haben natürlich den Handel wahnsinnig einfach und smooth gemacht und man kann alle Bücher innerhalb von 24 Stunden bestellen und so weiter. Aber Fakt ist auch, dass sie ja ungerechte Löhne bezahlen, dass sie Menschen nicht so behandeln, wie es ihnen würdig ist, dass sie Steuer hinterziehen. Und ich glaube, die Liste ist hier lang, warum Amazon nicht das Zukunftsmodell für unsere Gesellschaft sein sollte. Gleiches gilt für Uber, wenn man so will. Auch Uber konkurriert ja eigentlich, also Taxis konkurrieren mit Uber, aber Uber ist ja sehr viel günstiger. Taxis haben aber ganz andere Voraussetzungen und zahlen Steuern und da hängen ganz andere Systeme dran. Und deswegen ist es nämlich eigentlich ungerecht, quasi diesen Markt kaputt zu machen. Man könnte jetzt hier an ganz vielen Stellen weitermachen. Ein letztes Beispiel noch, vielleicht die Elektroroller, die gerade jetzt zu Zeiten von Corona wirklich überall am Straßenrand herumliegen. Was, ich weiß gar nicht, welches Unternehmen es war, ob es Tiervoi oder wie auch immer sie alle heißen, wo ja auch ganz, ganz schnell Einhörner bei waren, die dann auch mit einer Milliardenbewertung ganz, ganz schnell gekennzeichnet wurden und wahnsinnig viel Geld eingesammelt haben. Letztendlich hält aber so ein Elektroroller 28 Tage im Durchschnitt und muss dann verschrottet werden. Muss jede Nacht geladen werden. Also das zieht wahnsinnig viel irgendwie Ressource nach sich, die irgendwie gar nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun hat und die eigentlich eben nicht diese Zukunft befördert, die eigentlich wünschenswert für uns alle ist. Und die Antwort darauf ist das Zebra, die Antwort auf das Einhorn gewissermaßen. Mal gucken. Genau. Warum ein Zebra? Das kann man jetzt aus ganz unterschiedlichen Seiten sehen. Wir haben das Thema von unterschiedlichen Richtungen beleuchtet. Einerseits, weil Zebras echt sind und sie adressieren eben auch echte Probleme in der Gesellschaft. Vince hatte vorhin schon einmal angesprochen, dass es bei manchen Startups und Unternehmen darum geht, irgendwelche Needs, also Pseudo-Wünsche zu erzeugen, die der Kunde eigentlich noch gar nicht selber kennt und die man dann mit einem Produkt befriedigt quasi. Zebras geht es darum,
Herausforderungen und Probleme der Gesellschaft und des Menschen zu lösen, die wirklich existieren, die wirklich fundamental da sind und nachweisbar sind. Und dafür eben Lösungen zu finden und somit dazu beitragen zu können, dass unser aller Morgen besser machen zu können. Ein weiteres Beispiel ist, dass Zebras ganz obviously schwarz-weiß sind und sie vereinen damit Profit und Gemeinnützigkeit. Natürlich auch NGOs und Vereine, die wahnsinnig gute Arbeit machen und auch die sind für unsere Gesellschaftsstruktur wahnsinnig wichtig und gut und das würden wir an keiner Stelle missen wollen. Trotzdem ist natürlich Wirtschaft und irgendwie Unternehmertum ein ganz wichtiges Medium auch in der Gesellschaft und quasi natürlich auch in gewisser Weise notwendig, um das System am Laufen zu halten. Dass man immer profitabel ist und langfristig anstrebt, Geld zu verdienen, so wie wir auch, ist ja aber nicht jetzt gleich, heißt ja nicht, dass es schlecht ist oder dass es irgendwie immer um jeden Preis geschehen muss. Und bei Zebras ist eben die Idee, dass man eben profitorientiert arbeitet, ja, aber das nicht um jeden Preis, sondern dass man eben die Dimension der Gemeinnützigkeit und des Gemeinwohls mitdenkt. Ein weiteres Argument für Zebras ist, dass es sie schon seit vielen Millionen Jahren gibt und das wird auch noch viele, viele, viele hundert Jahre so weitergehen. Ganz im Gegensatz zu Einhörnern, die gibt es ja nämlich nicht und die wird es auch nicht mehr lange geben. Wie wir eben gesehen haben, sind eben ja diese Lebenszyklen von Einhorn-Geschäftsmodellen wie beispielsweise die der Elektroroller wahnsinnig kurz. Also es ist eben immer nur auf eine ganz, ganz kurze Dauer ausgelegt und insofern auch auf der Zeitachse gar nicht nachhaltig. Ein weiteres Argument ist, dass Zebras stolz sind. Sie lassen sich also nicht reiten, wer sich das von euch vielleicht schon mal gefragt hat. Man kann ein Zebra nicht wie ein Pony reiten. Die sind sehr, sehr stur und stolz und stark und werden sich niemals reiten lassen. Sonst wäre das ja sicherlich in der Vergangenheit auch irgendwann schon mal passiert. Und wenn man das auf Unternehmen überträgt, dann meint es eigentlich, dass das Ziel, also die Mission von einem Unternehmen, sich nicht kidnappen lässt von irgendeinem profitablen Wunsch oder wie fristig nochmal die Richtung ändert, nur damit man irgendwie möglichst viel Geld daraus ziehen kann, sondern dass die Mission und das langfristige Ziel von Zebras eben bestehen bleibt und dass sich das auch nicht so einfach ändert. Und vielleicht auf Startups übertragen, heißt es, dass man auch eben nicht vielleicht mit klassischen VCs, also Venture Capital Unternehmen, die eben viel Geld in unterschiedliche Geschäftsmodelle pumpen, zusammenarbeitet, sondern da eben auch guckt, so machen wir es auf jeden Fall, dass man sich mit seinen Investoren alignt und dass man die gleiche Werte- und Moralebene hat und daraufhin zusammenarbeitet, sodass man eben auch die Vision und die Mission teilt und auf dieser Basis dann zusammenarbeitet. Und ein ganz, ganz weiteres wichtiges Thema ist, dass Zebra Herdentiere sind. Einhörner tanzen, wie wir wissen, irgendwie auf Regenbogenwolken alleine. Aber das kennzeichnet sie eben auch sehr. Und Zebras sind deswegen Herdentiere, weil sie eben quasi im Verbund ganz, ganz stark denken. Also weil sie eben quasi in der Gemeinschaft auch mit anderen Unternehmen, also mit anderen Zebras zusammenarbeiten und gemeinsam ein Ziel verfolgen. Zum Beispiel dafür zu sorgen, dass unser Planet auch noch in 50 Jahren auf allen Teilen der Welt gut bewohnbar ist. Und das ist eben eine ganz große Stärke von Zebras und somit auch von Social Businesses, von Geschäftsmodellen, die irgendwie die Gemeinnützigkeit und die Zukunft mitdenken, dass sie eben in der Gemeinschaft denken und nicht in der Ellenbogengesellschaft und um jeden Preis. Zebras sind agil und schnell. Das ist das, was sie mit Einhörnern gemein haben, denn auch Einhörnern sagt man nach, dass sie agil und schnell sind. Und das ist eben im Markt, gerade im digitalen Umfeld, ganz, ganz wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich finde mal das Beispiel von eigentlich Reformhäusern ganz einleuchtend. Es gab ja auch schon in den 70er und 80er Jahren Reformhäuser, wo man irgendwie Quinoa und Dinkel und wahrscheinlich sogar Goji-Beeren einkaufen konnte. Aber es ist eben niemand hingegangen, weil es halt irgendwie nicht anschaulich war, weil es keinen Spaß gemacht hat, weil es auch irgendwie nicht so richtig gepasst hat und weil es halt immer noch sehr, sehr in der Nische war. Und das ist eben diese ganze Idee von Zebras sind agil und schnell. Sie können sich eben auch den Umständen anpassen und das tun sie auch. Und somit können natürlich auch immer viel, viel bessere Produkte letztendlich aus Zebra-Überlegungen hervorgehen als aus denen von Einhörnern.
Genau, das ist der Zebra-Abschluss. Hier wollte ich eigentlich noch, jetzt habe ich eben schon ein paar Worte dazu verloren, zur Zebras in der Corona-Krise, also Zebras mit Maske. Ich habe eben gesagt, uns betrifft das überhaupt eigentlich, also betrifft es nur indirekt und quasi für ganz langfristige Überlegungen, aber bei vielen anderen Zebras, die im Einzelhandel tätig sind oder die eben in der Gastronomie vielleicht sind oder, die betrifft das natürlich sehr viel härter und die haben natürlich auch viel, viel weniger Rücklagen noch als vielleicht Einhörner, die es auch treffen mag. Und aber hier kommt wieder dieser Herdengedanke ganz, ganz stark ins Spiel, dass man da natürlich eben sieht, dass man im Schulterschluss agiert und mit den Gleichgesinnten eben auch quasi durch die Krise kommt. So hoffen wir zumindest. Und klar ist aber auch, dass wir jetzt im Wiederaufbau der Wirtschaft, für mich klingt das sehr dramatisch und eben nach einem zerbombten Dresden, aber Fakt ist, dass wir auch jetzt an einem sehr, sehr extremen Tiefpunkt sind in der Wirtschaft und dass wir noch tiefer sinken werden in diesem Jahr. Also dass wir einfach vor massiven Rezessionen stehen, wo sodass wir alle sozusagen das alte Normal, was noch vor 4 Monaten war, dass es sicherlich eine ganze Weile dauert, bis wir dahin zurückkommen. Und ich persönlich finde, dass wir vielleicht auch einfach gar nicht dahin zurückkommen müssen, sondern dass wir jetzt eigentlich diesen Moment und diesen Tiefpunkt begreifen können, auch als Moment des Wandels und der Transformation. Und wenn jetzt die Wirtschaft wieder aufgebaut wird, dann wäre natürlich in unserem und im Zebra, des Zebras Sinne, Konjunkturpakete an Klimavorlagen, also an Klimaauflagen zu knüpfen und da jetzt eben ganz, ganz stark zu gucken, dass man nicht wieder die gleichen Probleme hervorruft und somit eben auch zwangsweise von der einen in die nächste Krise schlittert. Aber das ist heute an diesem Freitag noch nicht abzusehen und wird, glaube ich, spannend bleiben, auch in den nächsten Wochen. Ich bin ganz hoffnungsvoll, dass sich zumindest ein bisschen was tut, aber die sogenannte Abfuck-Prämie vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen hat ja erstmal schockiert. Ich hoffe, dass sie nicht wirklich zum Leben kommt. Und jetzt politisch endet. Aber ich muss noch 2, 3 Fragen beantworten, dass wir hier nicht mit den negativen Vibes der Abwrackprämie enden müssen. Ja, wir haben von vorher tatsächlich noch eine Frage, die aber auch ganz gut zu diesem Thema passt. Da kam noch die Frage, ob wir das Gefühl haben, dass bei anderen Banken und jetzt auch vielleicht in diesem Sinne bei anderen Unternehmen ein Umdenken schon stattfindet. Ja, also auf jeden Fall, auch da wieder dieser Herdengedanke, ja, es findet ein Umdenken statt und es gibt wahnsinnig viele Gleichgesinnte und wir beschäftigen uns so seit etwa einem Jahr mit diesem ganzen Zebra-Thema. Vielleicht nochmal 2 Worte dazu. Auch das haben wir nicht erfunden. Das ist nicht die Ausgeburt quasi unserer Überlegung, sondern da gibt es auch schon in den USA eine Bewegung, die sich damit beschäftigt. Und wir haben es dann so ein bisschen in Deutschland auch mal versucht zu treiben und tun es immer weiter. Und wir kriegen da schon ganz, ganz viel positive Resonanz. Also viele Leute haben ähnliche Gedanken, finden das wünschenswert. Es gibt ja auch Bewegungen wie zum Beispiel die Purpose Economy, also Verantwortungseigentum letztendlich. Also da tut sich schon was und viel. Und es gibt auch viele Unternehmen, die eben auch dezidiert nicht mehr in der Nische sind. Also Share ist da auch immer ein ganz gutes Beispiel, die ja beispielsweise jetzt Wasser und Müsli-Riegel in der Deutschen Bahn vertreiben, was ja auch schon mal eine Hausnummer ist. Aber es gibt trotzdem auch noch wahnsinnig viele, viele da, die im alten Muster denken. Also die noch nicht im Sinne des Zebras und in dem Sinne der Gemeinnützigkeit orientiert sind, sondern die eben interessiert sind an schnellen Gewinnen und möglichst hohen Exit-Zahlen und so weiter. Insofern so eine Naja-Antwort. Dann kam noch die Frage, wie viele Personen denn aktuell bei uns ein Konto haben. Das sind aktuell, glaube ich, sind wir bei, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, bei 35.000 so knapp. Ja, ein bisschen weniger, aber ja. So den Dreh, ja. Genau. Dann kam noch die Frage, ob wir eine Kernkompetenz haben. Ja. also vielleicht zieht es auf so Kernwerte ab, also sozusagen das, was uns vielleicht auch von Mitbewerbern, von Wettbewerbern unterscheidet. Und da muss man ja irgendwie erstmal so ein bisschen gucken, dass wir natürlich quasi 2 Wettbewerber haben. Einmal die Nachhaltigkeitsbanken sind
und die, wie vorhin schon gelobt und angepriesen, wahnsinnig gute Arbeit gemacht haben schon in den letzten Jahren. Von denen unterscheiden wir uns vor allem, weil wir ein 100% digitales Produkt haben, was gemacht ist für das Smartphone, was smart ist, was irgendwie State of the Art ist und Spaß macht. Und Spaß macht es vielleicht bei denen auch, aber es ist doch sehr verkopft und es ist noch deutlich komplizierter, überhaupt ein Konto zu eröffnen und Mitglied zu werden und mitmachen zu dürfen. Insofern unterscheiden wir uns quasi durch diese digitale Ebene von denen. Und von anderen sogenannten Challenger-Banken, also N26 als großes deutsches Beispiel, unterscheiden wir uns ganz klar durch unseren ethischen und moralischen Ansatz. Also dadurch, dass wir überhaupt nachhaltig sind und das auch ganz, ganz klar artikulieren, dass wir Haltung einnehmen zu ganz vielen verschiedenen Themen und auch, dass wir transparent machen, wie Geld arbeitet. Ich glaube, das ist was, was bei den Challenger-Banken sonst gar nicht im Fokus steht bislang. Ja, ich glaube, dann haben sich schon bereits alle Fragen ergeben. Ah, ich glaube, es kam jetzt gerade noch eine Frage rein, wie man denn Geld bei euch ein- und auszahlen kann. Ja, also, sag du ruhig, Vince. Ja. Also Ein- und Auszahlungen sind auch ein Thema. Auszahlen geht an allen Geldautomaten, die ein Visa-Logo haben. Wir geben ja Visa-Karten aus. Damit könnt ihr dann praktisch an jedem Geldautomaten, der auch einen Visa-Karten akzeptiert, Geld auszahlen. Das geht dreimal im Monat kostenlos und ab der vierten Abhebung ist das in der Basisversion, also in diesem Tomorrow-Konto, muss eine Gebühr von 2 Euro gezahlt werden pro Abhebung. Bei allen Tomorrow-Zero-Kunden, für alle diejenigen, ist das natürlich kostenlos. Einzahlungen sind leider noch nicht möglich, da sind wir immer wieder auch schon dran und wir versuchen das auch umzusetzen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil wir da ja auch unseren Geschäftspartner, die Solaris Bank, mit einbeziehen müssen, wenn wir sowas anbieten wollen. Hier fragt, wollt ihr euch gemeinwohlökonomisch beteiligen lassen? Wir sind immer mal im Austausch mit der Gemeinwohlökonomie und haben immer mal Gespräche mit denen. Gestern war das nicht Priorität, weil wir haben ganz viele andere Baustellen, aber für die Zukunft kann das, glaube ich, gut sein. Ich würde sagen, jetzt für die nächsten Wochen und wahrscheinlich auch Monate sind wir, glaube ich, erstmal ziemlich voll mit vielen anderen Themen, aber gegen Ende des Jahres kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gibt es nur eine Visa-Karte, gibt es keine Girokarte? Genau, wir geben aktuell eine Visa-Debit-Karte aus. Die unterscheidet sich natürlich noch mal ein bisschen von der reinen Kreditkarte, wie man die eben so kennt. Und zwar wird immer in Echtzeit direkt von deinem Konto abgebucht. Du begleichst also nicht am Ende des Monats eine Rechnung. Wir geben keine Girokarte aus. Hat auch den Hintergrund, dass wir ganz fest davon überzeugt sind, dass sich die Akzeptanz dieser Visa-Debit-Karten oder Kreditkarten der traditionellen Häuser Mastercard und Visa eben in der Zukunft massiv verbreiten wird. Ich glaube, das ganze Girokarten-Scheme hat ein bisschen die Digitalisierung auch verschlafen und deswegen setzen wir eben auf die Visa-Debit-Karten. Okay, also ich glaube, vorerst war es das mit Fragen. Ich übernehme jetzt mal zum Schluss kommend. Sollte es noch Fragen geben, dürfte die jetzt noch reinstellen. Allerdings wollte ich jetzt einfach nochmal mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren 2 Referentinnen. Und für den tollen Vortrag, lebendig erzählt und informativ, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen ins nachhaltige Banking und auch Tomorrow einzuführen. Genau, danke an dieser Stelle. Die Zuhörer, ich schaue noch mal kurz, ob gerade Fragen reingekommen sind. Nein. Den Zuhörern möchte ich auch noch mal ganz herzlich ans Herz legen, dass es noch andere Veranstaltungen heute Abend geben wird. Das ist zum einen Migration begreifbar machen, Everyone Has a Story von Kate e.V., auf Englisch gehalten. Da wird ein Herr einen Einblick geben, der in der Demokratischen Republik Kongo geboren wurde und uns mitnehmen auf seine Reise der Fluchterfahrung und seinen Lebensweg, seine Lebensreise einfach ein bisschen erläutern wird.
Dann gibt es noch um 18 bis 19.30 Sustainability and Food Sovereignty. In dem Webinar geht es darum, wie verschiedene Arten von Beziehungen zur Nahrung die menschliche Gesellschaft und die Natur um uns herum verändert haben. Und wir haben noch ein Fair Fashion Event, Nachhaltigkeit in der Textilindustrie. Das findet um 20 bis 21 Uhr statt. Es wäre super schön, wenn ihr da teilnehmen würdet an einer der Veranstaltungen, wir uns da wiedersehen, aus den heimischen Gefilden vor den Bildschirmen. Genau, in der Fair Fashion, in dem Webinar geht es darum, dass die Schattenseiten der Textilindustrie beleuchtet werden, aber eben auch Alternativen und bessere Wege aufgezeigt werden, welche Aspekte Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit vereinen. Der Referent Florian Schimmer hat selbst ein Fair Fashion Startup mitgegründet und kann eben aus erster Hand darüber berichten. Ich sende euch über den Chat nochmals den Link zur Homepage für das Programm, für das Weitere. Die Nachhaltigkeitswochen gehen noch eine Woche. Und ja, wir freuen uns riesig, wenn ihr teilnehmt. Das ist ein Team von 40 Leuten, die sich unglaublich viel Mühe gegeben haben. Und ja, jetzt schaue ich nochmal schnell. Okay, es kamen keine Fragen mehr rein. Dann, vielen Dank euch und dir, liebe Franzi, für die Moderation. Und vielen Dank euch, dass ihr teilgenommen habt. Und wenn ihr nicht im Nachhinein nach Fragen kommen, dann meldet euch gerne an, also schreibt einfach dem Chat oder addet Vince und mich irgendwo bei LinkedIn oder wo auch immer und schreibt uns gern, habt keine Hemmungen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Freitag euch. Dankeschön, dem kann ich mich nur anschließen. Danke euch beiden nochmal und genau, auf der Homepage gibt es auch nochmal die Mitzeichnung, Aufzeichnung, die auch im Nachhinein nochmal angesehen werden kann. Genau, hiermit wünsche ich euch ein schönes, entspanntes Wochenende und ja, ciao, bis zur nächsten Veranstaltung eventuell. Ciao.